Einen wunderbaren 22. Oktober und ich hoffe, du bist auch heute wieder bereit, hinter gewisse Fassaden schauen zu wollen. Dieses Thema, das ich heute jetzt einspielen darf, ist ein mir sehr wichtiges Thema. Aber vorab möchte ich erklären, wenn ich Themen anspreche, dann sollst du immer die Möglichkeit haben, selbst herauszufinden, ob dieses Thema wirklich dir gut tut, ob es für dich stimmig ist. Du entscheidest, nur du. Ich biete dir etwas an und du darfst entscheiden, wie du damit umgehst. Ich versuche über Videos dich dorthin zu bringen, dass du mit klarstem Verstand, mit wachstem Bewusstsein sagen kannst, ich bin bereit auf die neue Welt. Und das ist das, was ich auch möchte. Und noch etwas, was ich erklären muss. Alle Videos, wo spezielle Themen haben, wie auch dieses, sind ein Tag öffentlich, dann wandern sie in meinem Mitgliederbereich, weil dort sind sie gesicherter. Aber ich gebe jedem Menschen einen Tag die Möglichkeit, sich anzuschauen, was sie gerade anschauen möchten. Und hier geht es heute um jenseitige Welt. Das heißt also, wo Menschen hingehen, wenn sie jetzt das körperliche Kleid abgelegt haben. Und hier gehen alle Menschen hin, weil es ist nichts anderes als der Durchgang, wo du hergekommen bist. Also in die Geburt ist der Durchgang, wo du wieder hingehst. Du wirst entkleidet deines Körpers und kannst beginnen, dein Leben zuerst einmal rückzuschauen. Du darfst hinschauen und dir wird erklärt, was alles in deinem Leben stattfinden hat müssen. Das heißt, du verzeihst, aber ohne, dass du, sie sagen, ohne dass du bewusst noch einmal leiden musst. Und es ist egal, wie du gegangen bist, du wirst nicht leiden müssen, weil du gewisse Situationen nicht bravourös gemeistert hast, sondern es geht eine ganze Weile, sich zu klimatisieren, rückzuschauen und zu wissen, jetzt ist es gut. Du hast einen großen Abschnitt auf deinem Seelen, sie sagen, das ist die Seelenblume, wieder abgelaufen, weitergelaufen. Und die jenseitige Welt hat unglaublich viele Fächer. Hier gibt es, sie sagen, sogenannte Entrümpelungen. Hier darfst du zuerst einmal noch einmal zum Beispiel einem Elternteil verzeihen, das vielleicht viel zu früh gegangen ist, du als Kind vermissen musstest. Und dann ist vielleicht diese Mama oder dieser Papa der Erste, der dich empfängt. Und dann passiert schon diese Entrümpelung. Du kannst diese Last im selben Moment loslassen. Du erwachst in deinem eigenen, sie sagen, engelhaften Wesen und du erkennst, wie viele lieben Menschen immer um dich herum waren. Und das ist natürlich das, was du hier in diesem Leben, in diesem grobstofflichen Leben, ganz oft gar nicht wahrnehmen konntest. Aber jetzt kommt eine Zeit, das Jenseits ist offen und wir haben viel mehr Besuch. Wir bekommen viel mehr Besuch von, sie sagen, von den sogenannten Sternengeschwistern. Jene, die wirklich unsere Familie sind. Also die Familie, die wir besuchen dürfen, wenn wir schlafen. Dort werden wir wieder getröstet und wenn wir wieder neu, wie sagen Sie, entschlüsselt, damit wir alle Lebensthemen, die wir uns vorgenommen haben, auch abschließen können, gut machen können. Das jenseitige Ziel ist, dich zu unterstützen. Und nachts kommen viele liebe Menschen zu dir und begrüßen dich. Manchmal ein Großvater, eine Großmutter, ein lieber Nachbar, eine Schwester, ein Bruder, eben diejenigen, die schon vor dir gegangen sind. Und dann ist aber das große Thema, du verkrampst, du hast Angst. Angst, Tod spüren zu müssen. Und das ist ganz oft die letzten Monate für viele Menschen ein großes Problem, dass die Hellsichtigkeit größer wird und du aber den Kontakt zu der anderen Welt bewusster wahrnimmst. Und so hast du ab und zu das Gefühl, es ist, als ob ich von dieser Welt gehen möchte. Nein, es ist nicht so, dass du von dieser Welt gehen möchtest, sondern du nimmst die jenseitige Welt wahr. Und wenn dir klar wird, dass dort liebe Menschen sind, die dich immer unterstützen, dann bekommst du ein anderes Gefühl. Und du hörst auf, dir einzureden, dass dieses etwas ist, was du nicht einatmen darfst. Sie sagen, dieser Einsgedanke wird viel größer. Du wirst es lieben, dass du mit allem verbunden wirst. Du bist vielleicht noch immer in dieser Klassifizierung, sterben muss ein, wie sagen Sie, sterben muss ein Demutsthema bleiben. Sie sagen, Sterben ist
genauso wie geboren zu werden. Und je wacher wir werden, je mehr ist dieser Zyklus für uns auch verständlich, dass wir einfach auf der Durchreise sind. Und das Ziel ist, dass wir die Leichtigkeit des Lebens bis zum Tag des Gehens erkennen und erleben dürfen. Und hier darf ich gewisse Tabuthemen ansprechen, wie gestern zum Beispiel, weil immer wieder zum Beispiel die Frage ist, wenn ein Mensch, spreche ich nur ganz kurz an, sich entscheidet, verfrüht für die Außenstehenden verfrüht zu gehen, was passiert dann? Und sie sagen, das ist jetzt heute nicht das große Thema, aber es ist wichtig, dass wir lernen, dieses große Etwas mehr und mehr geöffnet zuzulassen, deine Ängste dir einmal klar zu machen. Sie sagen, ein großes Thema wird sein, dass die jenseitige Welt dir mehr denn je Geschenke geben möchte. Und noch einmal, was ist diese jenseitige Welt? Sie sagen, dort, wo die Menschen hingehen, wenn sie diesen Teil des Lebens abgeschlossen haben. Ich sehe schon ganz, 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 ganz lange Menschen, die gegangen sind. Und ich darf auch in die Welt schauen, wo sie hingehen. Und sie gehen nicht alle in die gleiche Straße. Es gibt verschiedene Straßen, aber ich habe hier noch niemanden gesehen und ich habe mit vielen gesprochen. Ich durfte viele sehen. Ich habe für mich noch keinen gesehen, der wirklich leiden musste. Leiden während des Sterbeprozesses, weil seine Angst, seine Bürde, seine Last zu groß war. Das ist was ganz anderes. Aber wenn sie im Jenseits angekommen sind, dann wurden sie immer aufgefangen. Und ich fände es zum Beispiel immer interessant, wenn ich auf einer Beerdigung, was ich ganz selten dabei bin, wenn ich mal dabei war, dann während der Predigt, währenddessen, dass man in der Kirche ist, sehe ich derjenige, der gegangen ist und der erklärt mir, was jetzt gerade abläuft. Und für mich sind es immer die faszinierendsten Themen, die ich erleben darf, weil ich eben diesen Kontakt für mich entschieden habe, in meiner Lebenszeit schon anzunehmen. Es geht mir darum, dass ich lernen möchte, wie es ist, dass diese Welt offen ist und ich möchte diese Welt auch anderen Menschen, die offen sein möchten, erklären. Wir leben in einer dimensionalen Welt und hier geht es jetzt darum, dass wir mehr denn je Offenheit leben dürften, wenn wir Ängste loslassen. Die jenseitige Welt ist offen, bedeutet, wir bekommen Überblick. Wir bekommen Möglichkeiten, uns nun mit dem Tod anzufreunden, was niemals bedeutet, und das ist ganz wichtig, dass du sterben musst, sondern sie sagen, wenn du die große Welt zulässt, hast du keine Angst vor Besuch, weil dieser Besuch klärt dich auf. Dieser Besuch sagt, lass deine Angst los. Ich habe es geschafft. Ich kann dir von der anderen Seite erklären, dass Freude das große Thema ist, dass Spaß im Leben das große Thema ist. Aber solange du Angst vor dir selbst hast, weil du glaubst, dass du deine Größe gar nicht leben darfst, macht es dich klein. Und darum geht es da darum, in erster Linie alles dir zuzumuten, damit du Ängste, Zweifel über das große Etwas, der Mensch ist ganz groß in seinen Dimensionen, erkennst und loslässt. Was ich dir heute sagen möchte, auch wenn ich dich fordere, so bitte ich dich, lass so, wo du selbst deine Grenzen erkennst. Schau, was dein Gefühl sagt. Schau, was dich bewegt. Schau, was dir in diesem Moment bei solchen Themen gesagt wird. Angst, Panik oder aber erkennst du, es ist eine Chance, sich weiterzuentwickeln. Meine Aufgabe sehe ich in der Weiterentwicklung des Menschen. Wer immer Lust hat, mich hier zu begleiten mit jedem Thema, das ich hier versuche vorzustellen, freue ich mich. Somit danke ich dir und hoffe, dass du dir selbst ermöglicht, dich in der Leichtigkeit des Lebens kennenzulernen. Danke.